Und hier ist sie wieder, die 5 Euro Überraschungsshow. Verschiedene Produkte, ein Preis. Das ist die 5 Euro Überraschungsshow bei Power TV. Ja, es ist wieder 17 Uhr und Sie haben wieder genau richtig eingeschaltet hier bei Pearl TV zu unserer 5 Euro Überraschungsshow. Und alle Produkte, die wir Ihnen hier jetzt in dieser Sendung zeigen, sind richtig reduziert worden auf 5 Euro. Also das lohnt sich auf jeden Fall hier direkt, wenn Ihnen was gefällt, auch direkt zuzugreifen und zu bestellen. Sie dürfen gerne alles bis zu 5-mal bestellen, es sei denn, es kommt eine Ausnahme. Und wir drei wissen auch noch gar nicht, was uns hier erwartet, aber Diana weiß das. Und ich würde sagen, wir holen sie auch schon direkt zu uns und schauen mal, wie es hier beginnt. Ja, eine goldene Regel noch für alle, die neu dabei sind, unsere Stammzuschauer wissen das. Dankeschön. Wenn Ihnen was gefällt, dürfen Sie jeden einzelnen Artikel bis zu 5-mal bestellen. Und ich bin gespannt, wo heute die Reise hingeht. Wir beginnen mit Musik. Dankeschön. Auch ein Radio. Mit Musik, ganz genau. Wir haben hier ein analoges Taschenradio. Ihr Begleiter auf jede Reise. Ich finde, so ein Radio kann man wirklich überall hin mitnehmen. Ob jetzt zu Hause oder eben auch für unterwegs oder im Garten kann man Radio immer super gut gebrauchen. Mhm. Ralf ist großer Fan von Radio, ja, natürlich, oder? Weil aktuelle Musik, oftmals auch Oldies, aber gemischt sind mit Information. Das ist mir ganz wichtig. Deshalb höre ich eigentlich immer und ständig, wenn es geht, Radio. Aber so ein Radio für 5 Euro kann man blind kaufen. Ja, hier mit dem Gürtelclip noch. Wir haben, ich sehe es gerade auf der Seite, sogar einen Kopfhöreranschluss. Also entweder über den Lautsprecher, der integriert ist, oder man hängt einen Kopfhörer dran oder Ohrclips, ganz egal. Und dann hat man sein Radio immer dabei. Also ich finde es klasse. Mhm. Ich weiß nicht, macht ihr Streamingdienste mehr oder auch Radio? Was Radio hörst du? Auch. Ich finde Radio auch cool. Und ich finde dieses Radio sehr klein, kompakt. Das können Sie natürlich immer mitnehmen. Ich glaube, Musik macht immer Spaß. Ich liebe zum Beispiel Kochen mit Musik, Sport machen. Das gibt mir auch Motivation. Wirklich super klein, kompakt und kostet heute nur 5 Euro. Jetzt musst du schauen, ist das batteriebetrieben? Müsste irgendwo draufstehen? Wahrscheinlich Doppel-A-Batterien, oder? Oder ist es Akku? Ich schaue gerade mal ganz kurz. Batterien. Zwei Doppel-A. Jetzt haben wir schon. Haben wir schon zwei Doppel-A-Batterien. Genau. Aber die halten bei solchen Radios recht lange. Das heißt, man hat wenig Folgekosten. Und ein Radio, ich sage das gerne nochmal, für 5 Euro ist geschenkt. Brauchst du hier drin nicht probieren. Wir sind gegen Radiowellen abgeschirmt im Studio. Sonst könnten wir das mal vorführen. Aber Sie haben mit Sicherheit auch Ihren Lieblingssender. Was hört ihr für Radiosender hier in Niedersachsen? Radio Regenbogen. Also das ist kein Niedersachsen. Das ist in Baden-Württemberg. Ja. Radio Regenbogen. Da höre ich oft mal Schwarzwaldradio. Hier habe ich Antenne Niedersachsen. Da hast du auch immer wirklich regionale Informationen. Hörst du auch Radio, Monika? Weniger. Du machst Streamingdienste. Tatsächlich, ja. Aber wenn ich so unterwegs bin, dann die Verkehrsmeldung finde ich immer wichtig, darüber zu hören. Also da ist schon sehr informativ auf jeden Fall. Und so ein praktisches Radio immer mit dabei zu haben, ist ja wirklich praktisch. Stimmt. Ich höre auch richtig gerne das Stadtradio. Ich auch, wegen Rebecca. Moderiert. Rebecca, Stadtradio Göttingen natürlich. So, gibt Rebecca als auch Verkehrsfunk, also Verkehrsinformationen? Ja. Ah, da weiß man, wo der Stadtstau in Göttingen ist. Okay. Nein, aber Radios. Du kannst bei ihr Lieder bestellen. Auch noch? Ja, sie macht immer alles. Ich bestelle mir ein Lied. Okay. Kriege ich dann ein eigenes Lied, wenn ich eins bestelle? Ja, natürlich. Oh, das ist toll. Vielleicht sie singt für dich ein bisschen noch. Das darfst du, glaube ich. Du weißt, dass ich früher auch jahrelang Radio gemacht habe. Ja, ja, okay, gut. Also ich weiß, dass man Lieder bestellen darf in manchen Shows. Nein, aber Radio ist für mich ein Teil von Lebenskomfort. Und das kannst du wirklich überall mitnehmen. Ob sie wandern gehen, Radfahren gehen, ob sie im Keller sind, ob sie dann natürlich auch hier zum Beispiel in der Werkstatt sind oder im Garten, überall. Jetzt im Garten gerade Pflanzen zurückschneiden, ist gerade am Wochenende. Ja, war da viel zu tun bei mir, aber mit Musik geht alles einfacher. Ganz genau. Und damit ist man natürlich auch wirklich immer auf dem neuesten Stand. Ich finde es ganz wichtig, dass man eben gerade so aktuelle Verkehrslagen zum Beispiel auch im Radio schnell hören kann oder eben Sonstiges. Oder einfach mal ihr Lieblingslied im Radio kommt und das Ganze gibt es bei uns heute für nur 5 Euro. Also ich finde, das ist mal so ein richtiges Schnäppchen, der einem direkt gute Laune bereitet. Und vielleicht auch eine tolle Geschenkidee. Weihnachten ist ja gar nicht mehr so weit. Habt ihr schon angefangen, Weihnachtsgeschenke zu kaufen? Noch nicht. Nein, ehrlich nicht. Zeit jetzt. Also meine Oma hat immer gesagt, kauf im Sommer Weihnachten oder fang im Sommer an, Weihnachtsgeschenke zu kaufen. Das ist eine dann gute sparst Idee. Du viel Geld. Ja? Mm. Und man hat dann nachher je enger, man denkt ja immer, man hat ja noch ganz viel Zeit für Weihnachtsgeschenke. Und dann plötzlich ist der 24. Hui, ging das jetzt schnell.
Also ja, ruhig schon jetzt dran denken. Ja. Genau, jetzt ist der richtige Zeitpunkt dafür. Hier habe ich auch nochmal einen Kundenbeitrag. Hier steht, einfach zu bedienen, keine Vorkenntnisse erforderlich. Super geeignet für Urlaubsreisen zum Beispiel. Und Sie können jetzt unser Taschenradio bestellen mit der ZX2903 und die 569. Also geht schon richtig toll los, aber es geht mit Sicherheit auch klasse weiter. Radio, das ist kaum noch zu toppen. Radio für 5 Euro. Dankeschön. Dankeschön, Diana. Was haben wir hier drin? Gucken wir mal. Ah. Da fällt mir doch gerade wieder was ein. Oh ja. Das ist eine Küchenwaage. Wissen wir eine, bitte? Ja, sehr Diana, gerne. Was macht meine Linzer-Torte, fällt mir gerade ein. Bekomme ich dieses Jahr eine? Ja, klar, natürlich. Hat sie auf jeden Fall, gesagt, wenn ich habe solche gute Küchenwagen, dann, ich glaube, kriegst du dein Linsentorte. Wirklich sehr, sehr schöne Wagen, so klein, kompakt. Ich glaube, ich muss meine schon auch jetzt wechseln, weil meine sehen nicht so gut aus mehr. Und diese gefällt mir am besten, wirklich. Also gerade eben zum Backen, da muss man ja auch ziemlich genau auf die Zutaten achten, dass es was wird. Ich könnte mir das auch im Büro vorstellen, als Porto- und Paketwaage. Ja, da kann man auch viel Geld sparen, wenn man richtig frankiert und nicht überfrankiert. Und was ich schön finde, ich kenne auch die früheren Wagen, die riesengroß waren und sperrig. Da hast du einen eigenen Schrank gebraucht, um die unterzubringen. Die kannst du entweder an die Wand hängen oder du kannst sie natürlich flach in eine Schublade legen. Mhm. Also ich finde das klasse. Zuwiegefunktion, Tara-Funktion hat es auch. Monika wiegt gerade ihre ganzen Kronjuwelen. Lass mich schätzen. Das sind 334 Gramm, würde ich schätzen. Nicht ganz. Wie viel? 131. Das ist Blech. Ich dachte, es wäre Gold. Mensch. Na, aber du musst das auf dem Tisch lassen. Ja, natürlich. Gerade Unterfläche ist super. Backst du auch gerne, Tracy? Ab und zu. Also ich bin so in der zweiten Instanz Bäcker. Ja, also ich lasse backen und esse dann. Das mache ich gerne. Ja. Das ist auch eine gute Idee. Ja, aber zum ganz Kuchenbacken, selten backe ich auch mal was. Ja, also zum Kuchenbacken braucht man halt sowas. Kommt jetzt, Plätzchenzeit. Ne? Machst du so Hilda-Brötchen? Kannst du Zimtsterne? Zimtsterne. Esse ich richtig gerne. Hilda-Brötchen sind auch wie ein Kranz, aber innen mit Marmelade gefüllt. Oder Vanille. Stimmt, ja, das kann ich. Das habe ich gemacht. Ich wusste also nicht, entweder das Stern oder Herzchen. Kannst du auch mit Herzchen machen. Schmeckt und auch sehr gut. Kannst du auch stolz? Natürlich. Echt? Kann ich alles, so. Monika. Also, oh, Sie können auch alles, Diana, mit der richtigen Küchenwaage und dem richtigen Rezept. Übrigens, die Bestellnummer finde ich jetzt auch ganz lustig. Und da seht mal, wie nah Weihnachten ist. Guckt mal die Bestellnummer an. NC2412. Ja. Hat doch irgendwas mit Heiligabend zu tun. Mhm. Und dann natürlich die 569 am Ende, um genau abwiegen zu können. Entweder als Bürowaage für Porto, für Briefe oder Pakete. Oder natürlich als Küchenwaage. Und da ist das, was ich meine. Die kannst du an die Wand hängen. Du verschenkst keinen Platz. Ja? Brauchst keinen großen Stauraum. Auf jeden Fall. Super. So. Und wir machen direkt weiter. Magst du wieder mal Sonnen? Okay. Yes. Bitte schön. Dankeschön, Diana. Und für Sie etwas. Dankeschön. Okay, sehr interessant. Ich denke mal, es ist ein Zweier-Set, oder? Das ist schon mal richtig, ein Zweier-Set. Wow. Dann kriegt jeder eins. Das sind nämlich Stromspar-Steckeradapter mit Netzschalter für 230 Volt-Geräte. Machen Sie einfach Schluss mit Stromverschwendung und sparen Sie bares Geld mit der schaltbaren Steckdose. Drehen Sie Geräten in Bereitschaft sowie heimlichen Stromverschwendern zuverlässig den Saft ab. Also das kann man natürlich ohne Stecker ziehen, Standby-Strom verhindern, aber jetzt sind wir wieder bei Weihnachten. Ich denke an ganz andere Sachen. Viele Lichterketten an Weihnachtsbäumen haben keinen Schalter. Ja. Das heißt, du musst eigentlich immer ausstecken irgendwo. Und jetzt steckst du die Lichterkette hier rein und kannst sie hier an- und ausschalten. Du sparst dir also Stecker raus, Stecker rein. Und das ist ein Zweier-Set. Man kann also gleich zwei Lichterketten als Beispiel damit schalten. Ihr habt doch, glaube ich, auch Produkte, irgendwas für die Haare. Was Halswickler. Man auch, die kann man auch nicht ausschalten. Nein, und das musst du immer unter den Tisch gehen, dass die ausmachen, also ausstecken. Mhm. Aber mit solchen Steckern natürlich, das wird sehr, sehr viel, viel einfacher. Also wirklich sehr cool. Bei mir zu Hause, ich habe schon vielleicht erzählt, dass meine Mikrowelle steht drauf auf dem Kühlschrank und diesen Kabel von Mikrowelle geht immer hinter dem Kühlschrank, wenn das ist zum Beispiel aus. Und ich muss immer diesen Kabel suchen
und das ist ehrlich zu sein auch. Also stecken lassen an den Schalter, kommst ja, du dran. Dann ja? Das wirklich, wirklich einfacher. Also ich denke, so hat jeder praktisch. Was. Fällt euch noch spontan was ein? Stand-by-Geräte, klar. Mhm, zum Beispiel, das ist eine gute Idee. Und sonst einfach generell alles. Es gibt ja so viel, was man immer einfach stecken lässt. Gerade Haartrockner noch. Oder? Übrigens würde ich es jedem empfehlen, der irgendwo Netzstecker hat, also Ladestationen fürs Handy, weil selbst die Netzteile brauchen Strom, wenn man sie nur drin stecken lässt. Das unterschätzt man und die könnten auch mal überhitzen. Hier einfach, solange sie nicht laden, ruhig stecken lassen, aber ausschalten. Und nur wenn sie dann ein USB-Gerät zum Laden anstecken, dann schaltet man es ein. Lichterketten finde ich wieder gerade jetzt ein Riesenthema. Jetzt wird es ja früh dunkel und so langsam könnte man, glaube ich, auch anfangen. Ich meine, wisst ihr eigentlich, wann der aktuelle Startschuss für Weihnachtsbeleuchtung ist, für die Bauhöfe. Ich meine, das ist auch der 11.11., nicht nur Fastnachtsanfang, sondern dann beginnen, achtet mal drauf, beginnen die Bauhöfe langsam, aber sicher die weihnachtliche Straßenbeleuchtung aufzuhängen. Und ihr Zweier-Set können Sie jetzt hier direkt bestellen für nur 5 Euro mit der NC5102 und der 569. Und wir haben ja auch einen Kundenbeitrag von dem Daniel aus Düsseldorf, der hat geschrieben, es spart Strom bei Standby-Betrieb. Einfaches Unterbrechen der Stromzufuhr. Also ich glaube, in vielerlei Hinsicht haben wir kein Geld hier zu verschenken. Ich glaube, jeder von uns kennt das. Alle Preise werden überall teurer. Und damit haben sie wirklich eine richtig clevere Sache. Gefällt mir auf jeden Fall sehr gut. Dann machen wir weiter. Also wir sind wieder vielschichtig unterwegs heute. Und jetzt mit einem Preisalarm. Das heißt, hier kommt ein extrem reduziertes Produkt. Wir haben es auf 5 Euro reduziert. Aber mit der Eingrenzung maximal ein Stück pro Besteller. Und was haben wir jetzt? Wir haben eine Handkaffeemühle mit Keramikmalwerk. Ich dachte, das ist für Gewürze, aber es ist eine Kaffeemühle. Oh, die ist ja so mal elegant. Sehr, sehr elegant, das muss man sagen. Ja. Also oben Kaffeebohnen rein, Keramikmalwerk. Und dann kannst du den Kaffee malen. Da gibt es frischen Kaffee. Wir trinken ja alle super gerne Kaffee hier, oder? Oh ja. Also ich finde, das ist mal was ganz Stilvolles, ja? Also ich kenne Kaffeemühlen, auch meine Oma hat damals, ja da gab es noch nichts anderes, mit Kaffeemühle gemahlen, aber das hier ist jetzt natürlich sehr, sehr modern. Ja, da muss man ein bisschen Kraft aufwenden, klar, aber das ist minimal, es ist ein Keramikmalwerk. Also ich muss sagen, schön, also allein als Deko-Objekt wäre das der Wahnsinn in der Küche, oder? Ja, ich habe schon was zusammen. Ja, würde noch, für meinen Kaffee schon reichen. Noch 100 Umdrehungen, dann hast du eine halbe Tasse. Das wird heller Kaffee. Aber wirklich sehr elegant. Das kann alles als Deko auf dem Tisch stehen in der Küche. Ne? Also wirklich aber es funktioniert natürlich auch richtig. Ja, und wer bis jetzt nur gemahlenen Kaffee kauft, das ist schon mal ein Schritt nach vorne im Vergleich zu Tap- oder Pet-Maschinen. Aber frisch gemahlen schmeckt der Kaffee noch mal besser. Deshalb ganze Bohnen kaufen. Die sind meiner Meinung nach auch günstiger, als wenn du gemahlenen Kaffee kaufst und dementsprechend dann eben selber mahlen. Hier haben wir, ja, ich würde jetzt mal sagen, das reicht für 5-6 Tassen, was ich hier einmal... Ja, hier steht sogar drauf, okay. Wie viel man mahlen muss, 2 Tassen, 4, 6 oder auch 8. Auf 8 Tassen, also ein bisschen Bewegung tut uns allen gut. Ich muss noch ein bisschen. Weißt du auch, ich finde den Geruch so gut, wenn Kaffee frisch gemahlen ist, das riecht auch immer so das gut. Das riecht so gut und ich glaube, frischer Kaffee schmeckt auch besonders gut und besonders lecker. Und hier für 5 Euro hat man gerade so eine Kaffeemühle, die man natürlich auch überall hin mitnehmen kann. Wenn man mal in Urlaub geht zum Beispiel, finde ich das auch eine sehr gute Idee. Und wir schauen jetzt mal schnell auf pearl.de, was es da kosten würde. Da sind wir nämlich schon bei 12 Euro. Und hier bekommen Sie es heute in unserer 5 Euro Überraschungsshow für nur 5 Euro. Ja, denken Sie dran, so ist unser Preisalarm maximal ein Stück pro Besteller. Aber egal, ob Sie es verwenden oder als Deko, ich kann mir das gut vorstellen, in einer hochmodernen, hochmodernen Küche hat man irgendwo so eine Kaffeemühle als Deko rumstehen. Ja. Ich finde es klasse. Also die gefällt mir richtig gut vom Design. Super Geschenkidee auch. Sie können vielleicht für Kaffee lieber das zum Beispiel Kaffee mit noch Bohnen, ja, alles so ein als Geschenk so verpacken. Ich finde das super Idee. Zum Beispiel für dich, Ralf, oder? Für mich, ja. Also bei mir wäre es ein Deko-Objekt, weil ich habe ja so einen Vollautomat, der malt das selber. Mhm. Aber für viele weiß ich, dass das einfach noch toll ist. Und mehr Bewegung, also mehr Bewegung, hat der Arzt gesagt. Wissen Sie, was wir jetzt machen? Zigaretten selber drehen und den Kaffee selber malen. Dann haben wir schon mal Sport am Tag gemacht, oder? Ja. Noch mehr Ernährungs- und Gesundheitstipps.
rufen Sie mich an. So, das ist zum Mitnehmen auch ein Nummer, oder? Zum ja, Campingplatz, wenn du willst. Genau, ja, super. Braucht ja wenig Platz. Aber ich finde auch die Optik, finde ich entscheidend hier. Das ist auch sehr, sehr dekorativ. Genau, und wenn auch Sie zu Hause frischen Kaffee gerne möchten, dann können Sie jetzt bestellen mit der NX9236 und die 569. Für 5 Euro hat man wirklich einfach immer frischen Kaffee und ich glaube, Kaffee ist einfach, ich zum Beispiel, ich trinke jeden Morgen Kaffee und frisch ist natürlich am allerbesten. Ja, frisch gemahlen ist ein ganz anderes Aroma. Also man hat das irgendwann mal verlernt mit diesen Tap-Maschinen und Pet-Maschinen. Also ich stehe nur noch auf frisch gemahlenen Kaffee und ich finde, man schmeckt es auch. Ne? Ja. Also, Kaffee-Liebhaber sind jetzt auch auf ihre Kosten gekommen. Mal schauen, wie es weitergeht. Mit einem Kuss von Diana geht's weiter. Immer. Oh, jetzt wird sich Monika wieder freuen. Oh, danke schön. Das ist Monikas Lieblingsbild. Ja, sie ist wirklich begeistert. Guck mal. Wir haben hier nämlich ein wunderschönes Wandbild. Wie ist denn nochmal der Name? Kerzen auf dem Boden? Ja, fast. Kerzen mit Rose. Also ein sehr romantisches Motiv hier natürlich. So kreativ. Und wie Sie sehen, es ist nicht nur ein Bild, sondern alle Kerzen haben einen beleuchteten Docht mit LEDs. Und es sieht wirklich aus, als würden echte Kerzen brennen. Aber ohne Gefahr, ohne Ruß, ohne Feuer, ohne Wachsflecken. Einfach nur schön, um es an die Wand zu hängen. Also ich finde sowas toll. Jetzt gehen bald mal wieder, das wird noch 4 Wochen gehen, die ersten Weihnachtsmärkte los. Ja. Und ich habe letztes Jahr auf Weihnachtsmärkten Stände gesehen, die hatten solche LED-Bilder. Und da haben die angefangen bei so um die 20, 30 Euro. Je größer, desto teurer natürlich. Aber sowas jetzt für 5 Euro finde ich da schon wirklich ausgesprochen günstig. Wie gefallen dir die, Tracy? Das ist auch eines meiner Lieblingsbilder. Ich würde das gleich 5-mal bestellen und bei mir in der Wohnung schön dekorieren, weil ich finde die halt so schön, gerade mit dem Lichteffekt, mit den Kerzen. Das sieht so echt aus. Also ich finde das mega schön. Ja, da schreibt uns auch Florentina aus Neuwied, dieses Bild ist genial. Es hängt in unserem Flur und alle Menschen, die es bisher sahen, wollten auch so eins haben. Es sieht aus wie echte Kerzen, die flackern einfach toll. Und die Bianca aus Gerlingen schreibt, ich habe das LED-Kerzenbild auf meiner Vitrine stehen und eins davon verschenke ich an meine Mutter. Also sie hat auch mehrfach bestellt, das dürfen sie auch bis zu 5-mal. Und ich denke, das ist auch mal, wenn man so zum Adventskaffee irgendwo eingeladen ist, so ein nettes und gern genommenes mitbringen soll. Das stimmt. Mhm. Das ist auch zum Beispiel super Deko für Badezimmer, weil für mich diesem Bild schon ein bisschen so gibt es diesen Wellness-Effekt. Ne? Also super für Badezimmer, natürlich für Esszimmer, Schlafzimmer, sehr romantischen Schlafzimmer mit Kerzen. Weil ich glaube, haben wir alle Kerzen auf dem Boden zum Beispiel, auf dem Tisch, Regale, aber auf dem Wand hat nicht jeder. Ja, aber Kerzen im Schlafzimmer finde ich mit sehr gefährlich. Rose. Wenn du die mal vergisst auszumachen. Also, naja, hier geht keine Gefahr davon aus. Und die Bestellnummer für dieses wunderschöne Wandbild ist die NX7710 und die 569. Und bis zu 5-mal dürfen Sie zugreifen. Habt ihr gerade gehört? Unsere Kaffeemaschine, die wir gerade gehabt, Kaffeemühle, Entschuldigung, die ist schon sehr stark nachgefragt. Unter anderem hat die Waltraud zugegriffen. Jetzt wüsste ich gern, ob sie das dekorativ einsetzt oder wirklich Kaffee damit mahlen wird. Sie können uns ja mal schreiben an redaktion@pearl.tv. So, magst du noch mal? Ja, gerne. Okay, dann. Dankeschön. Dankeschön. Bitteschön. Wow. So, jetzt wird es ganz interessant. Oh, ich sehe, wir haben USB-Hubs, aber zweierlei. Typ C. Ja. Ich darf dir mal die zweite Variante geben. Die erste Variante, das ist ein, Monika, du korrigierst mich bitte, ein Vierfach-Hub. Also USB-A, so wie es an einem herkömmlichen Laptop war, hat immer zu wenig oder meistens zu wenig USB-Steckplätze. Hier ganz schlank gelöst, machen wir aus einem USB-Steckplatz 4 Steckplätze. Richtig? Einer sogar mit Schnellladefunktion, also der ist blau markiert. Das ist schön. Gleich haben wir das Ganze noch für ganz moderne Laptops. Da kommen wir zur Änderung. Aber ich finde, solche Lösungen haben wir bei Pearl so unglaublich günstig. Da behaupte ich einfach, man bekommt sowas woanders nicht für 5 Euro. Ja, das stimmt. Das ist super. Zum Beispiel, wir haben auch so viele Sachen, du willst auch verstecken, zum Beispiel dein Drucker oder zum Beispiel
Festplatte? Ja, Festtastatur, vielleicht Maus auch. Also ich habe an meinem, ich habe ja ein Lenovo, ich habe drei Stück. Da habe ich einmal eine Maus drin, ja? Dann habe ich einen Tassenwärmer mittlerweile drin. Ja, ich wollte sagen, und an meinem Laptop war bis vor kurzem noch der Ventilator. Aha. Das heißt, alle drei schon weg. Und ich habe schon drei und mir haben immer welche gefehlt. Und es gibt ja welche, die haben noch ein oder zwei USB-Steckplätze. Und wenn ich dann mal Daten über einen USB-Stick übertragen will oder ähnliches, dann habe ich keinen mehr. Also sowas ist natürlich toll. Und ich höre gerade normalerweise hier der reguläre Preis zwischen 20 und 30 Euro. Also da ist 5 Euro natürlich ein Mega-Schnäppchen. Mhm. Geht auch noch für die Datenübertragung mit Superspeed. Am USB 3.0 Anschluss Ihres Computers übertragen Sie Daten bis zu 10-mal schneller als mit dem USB 2.0. Also auch das nochmal richtig clever auf jeden Fall. Ja, und jetzt gibt es viele Laptops, die haben gar keinen USB-A-Anschluss mehr. Da ist nur noch ein Anschluss dran, und zwar ein USB-C-Anschluss. Der ist zum Laden und auch für alles andere. Also da ist sowas natürlich Gold wert. Weil MacBook, hier haben wir USB-C, MacBook zum Beispiel, genau, aber auch andere. Also auch von Nicht-Apple-Geräten gibt es das. Und jetzt hast du auch eben vier USB-A-Anschlüsse, die du sonst an diesem Gerät gar nicht anschließen könntest. Also herkömmliche USB-Sticks, eben zur Datenübertragung oder ähnliches. Mhm. Ist auch wirklich richtig praktisch hier, dank der Sofort-Einsetzbarkeit, dank Plug and Play, einfach reinstecken und schon können Sie loslegen und verschiedene Geräte hier eben anschließen. Ist wirklich fantastisch. Die Bestellnummer für unseren USB-C Vierfach-Hub ist einmal die ZX8109 und die 569. Und der Peter, der hat uns zum Beispiel hier auch geschrieben, der Steckplatz auf der Stirnseite in der Verlängerung des Anschlusskabels ist sehr, sehr praktisch, hat er geschrieben. Ja, richtig. Drei seitlich, einer in der Stirnseite. Aber ich denke gerade bei Apple-Nutzern, wenn die ein MacBook nehmen. Also für mich, für jeden Laptop brauche ich eine Maus. Aber wenn du nur einen USB-C-Anschluss hast, kannst du keine Maus anschließen. Nein. Da brauchst du ja eigentlich so einen Adapter. Also ich finde das praktisch. Egal mit USB-A oder USB-C. Und der ist so klein und kompakt, den kannst du überall mitnehmen, auch in der Laptop-Tasche. Da merkst du nicht mal, dass du den dabei hast. Und ich sage Ihnen jetzt nochmal hier die beiden Bestellnummern, den wir jetzt gerade für Sie eingeblendet haben. Das ist der USB-C-Hub mit 4 Ports, das ist die ZX8109 und die 569. Oder der USB-Hub mit den 4 Ports, USB-A-Anschluss hier mit der ZX8108 und der 569 zu bestellen. Auch das vielleicht eine richtig gute Geschenkidee für den Adventskalender zum Beispiel. Und weiter geht's hier auch schon bei uns. Ich wäre ja nochmal für Spielzeug. Dankeschön. Haben wir Spielzeug? Nicht ganz. Wir haben hier für Katzen. Wir haben hier eine 2-in-1, Dankeschön, LED-Taschenlampe und Laserpointer. Das ist beides mit drin. Ich gebe es gerade mal weiter. Also Laserpointer habt ihr gerade von Katzen gesprochen. Ich weiß, unser Regisseur und die Redaktionsleitung, die haben Katzen zu Hause, die gehen ab wie Schmitz Katz bei einem Laserpointer. Habe ich mir sagen lassen. Und bei Essen. Die lieben auch Essen. Habe ich mitgekriegt. Und Taschenlampe brauchen wir sowieso. Ich finde auch diese Taschenlampe wirklich sehr klein, süß, sehr elegant. Und ich glaube, das kann auch in jeder Tasche sein. Immer, ich brauche Taschenlampe, wenn ich meinen Schlüssel suche. Immer, wenn ich komme nach Hause, ich weiß nicht, wo mein Schlüssel in meine große Tasche. Wirklich sehr, sehr elegant. Und mit diesem kleinen, wie heißt das? Laserpointer. Natürlich mit Katzen zu spielen und auch bei der Arbeit, bei Meetings kannst du auch bei was zeigen. Bei Präsentationen, genau. Ja, super praktisch. Übrigens ist das natürlich nach deutschen Normen eben geeicht, diese Laserpointer. Also keine Gefahr für Augenlicht. Das ist ganz, ganz wichtig. Da hat man ja Horrorgeschichten früher gehört von Laserpointern, die Augen verletzt haben. Das ist hier bei dieser Stärke nicht möglich. Es ist aber für Präsentationen und zum Katzen motivieren oder ärgern natürlich bestens geeignet. Mhm. Aber ich glaube, jeder hat schon mal mit so einem Laserpointer rumgespielt, oder? Ja, das stimmt. Früher, ich erinnere mich, als ich klein war, du hattest noch so Aufsätze für diesen Laserpointer. Ach so, wo du dann so Muster hattest. Ja, das war so cool. Aber hier, jetzt brauchen wir gar keinen. Aber für Katzen, also für jede Katze habe, ich glaube, das ist super Geschenkidee, oder?
Oh ja. Mhm. Was zeigen Sie dort? Also allein eine Taschenlampe aus Vollmetall, das ist Metall, wenn ich es richtig sehe, für 5 Euro ist natürlich ein Schnäppchen. Mit dem Laserpointer, das ist praktisch noch ein Bonusartikel mit drauf. Und das jetzt für 5 Euro. Ich hätte jetzt hier mindestens 10 bis 15 Euro geschätzt. Mhm. Das wäre für mich ein regulärer Preis. 5 Euro ist wirklich toll. Für Adventskalender, das kann auch eine gute Idee sein. Das ist eine gute Idee, das noch in Adventskalender mit reinzumachen oder eben auch einfach an Schlüsselanhänger mit dranhängen. Und das Ganze für 5 Euro. Hier habe ich auch noch einen Kundenbeitrag von der Theresa. Sie schreibt, unsere Katze liebt den Laserpointer. Gewöhnlich spielt sie nicht oder nicht sehr lange, aber damit kann man sie bis zu über eine Stunde beschäftigen. Okay, eine Stunde. Also wirklich gut. Also sehen wir, was wir hier alles machen können. Und wichtig ist natürlich, auch wenn ich gerade gesagt habe, dass es ungefährlich ist fürs menschliche Auge, trotzdem niemand in die Augen zielen. Das gebietet der gesunde Menschenverstand, dass wir das nochmal angesprochen haben. Aber die Laserstärke entspricht den Normen. Und das ist ja wirklich auf Schärfste genormt bei uns in Deutschland. Ja, so. Und eine Taschenlampe kann man wirklich immer gebrauchen. Sie können natürlich bestellen mit der NX6753 und die 569. Dankeschön. Und weiter geht's mit, für 5 Euro, jetzt bin ich mal gespannt. Jetzt weiß ich, was das ist. Ein 38-teiliges Werkzeugset, du darfst es mir rübergeben. Und zwar komplett alle gängigen Bits, die wir hier haben. Eine Ratsche ist auch noch dabei, ein Bithalter. Und wir haben Torx, wir haben innen Vierkant, wir haben Kreuzschlitz, wir haben Pozzi-Drive und wir haben innen Sechskant. Chrom-Vanadium-Stahl ist das Material, also beste Werkzeugqualität. Und das jetzt für 5 Euro. Perfekte Erweiterung für jeden, das kann man sagen. Ihr seid ja Monika und Diana, ihr ist noch gar nicht so lange her, dass ihr umgezogen seid. Das war im letzten Jahr, glaube ich. Gell? Da gab es ja auch viel zu schrauben, oder? Ja, viel zu schrauben, anbauen, aufbauen. Auch zum Beispiel, ich habe am letzten gemerkt, dass ich brauche immer diesen Schrauber beim Duschen. Wenn willst du duschen zum Beispiel nicht sauber machen, dann musst du auch alles dort aufschrauben. Okay. Ja, und ich habe wirklich bei mir gesucht, ich könnte nicht so großen Schlitz. Ach, jetzt weiß ich, was du meinst. Du brauchst einen breiten Schlitz in dem Fall. Ja, ja, ja. In dem Fall hast du keinen und besonderen gebraucht, sondern einen breiten. Da ist einer drin. Sehr breit, auch das. Viele sind übrigens heutzutage auf Torx-Schrauben übergegangen, auch beim Möbeln. Und da hat man oftmals nicht. Hier sind sie in allen Größen drin. Also ich finde das klasse. Schreibt uns übrigens auch der Uwe aus Berlin. Kompaktes, universelles Werkzeug für den Laien und den Profi kann ich nur weiterempfehlen. Und der Walter schreibt, das Set habe ich zum dritten Mal gekauft. Ich bin davon so begeistert. Und die Beschenkten auch, dass ich es bereits zweifach verschenkt habe. Die Bedienung ist denkbar einfach und die Auswahl der Bits passte bisher zu allem, was ich geschraubt habe. Also auch das hier, ich glaube, alle gängigen Schrauben sind da vertreten. Und man kann es natürlich auch ohne die Ratsche verwenden. Ganz einfach, wenn man einen Akkuschrauber hat. Die passen auf jede normale Bithalterung. Und dann kann man eben auch den Akkuschrauber verwenden. Machst du so kleine Reparaturen selber, Tracy, oder rufst du jemanden an und sagst, mach mal? Sowohl als auch. Also kleine Reparaturen mache ich immer super gerne selber. Mhm. Ich habe das gerade auch mal kurz ausprobiert. Das ist magnetisch, ist das richtig? Mhm. Richtig, dass du auch von oben nach unten schrauben kannst, ohne dass dir das Bit wegfällt. Also ich finde, es ist eine tolle Erweiterung für jeden Haushalt, für jeden Werkzeugkasten. Und die Bestellnummer ist die NX5345 und die 569 ist vielleicht auch... Ich bleibe dabei, eine schöne Geschenkidee für den Nachbarn, der einem mal ab und zu zur Hand geht oder für den lieben Freund und sagt, dass du immer klein und kompakt mal die wichtigsten Bits dabei hast. Ja, für 5 Euro finde ich das richtig cool. Ich glaube, sowas sollte ich mir auf jeden Fall auch mal zulegen, weil dann ist man echt immer super ausgestattet. Für 5 Euro lohnt es sich auf jeden Fall. Und das war sie auch schon, unsere 5 Euro Überraschungsshow. Ich glaube, das hat Ihnen natürlich auch gefallen. Wir hatten wieder ganz, ganz tolle Produkte für Sie und wir wünschen Ihnen natürlich ganz viel Spaß mit Ihren neuen tollen Produkten. Was war denn euer Lieblingsprodukt in der heutigen Show? Ja, ganz klar die Kaffeemühle. Und Sie gehen jetzt ans Telefon und holen sich Ihr Lieblingsprodukt. Die Kaffeemühle.